Ja, wir stehen hier im Gedenken an Georg von Rauch, der hier in dieser Straße, in der Eisenacher Straße, am 4. Dezember 1971 von dem Polizisten Hans-Joachim Schulz erschossen wurde. Es war in einem Rahmen einer Fahndung nach Terroristen, Trabrennen hieß die, und Georg von Rauch war als Mitglied der umherschweifenden Haschrebellen, wie auch der Tommy Weisbecker, ganz oben auf der Liste der Bösen. Man muss wissen, das Ganze geschah auch in einer Zeit, als das alte Opiumgesetz in das Betäubungsmittelgesetz umgewandelt wurde. 3 Wochen nach der Schießung von Georg von Rauch wurde nämlich das neue Betäubungsmittelgesetz eingeführt, die Höchststrafe von 3 auf 10 Jahre hochgesetzt, Anfang der 80er Jahre wurde es dann auf 15 Jahre hochgesetzt. Nun fragt man sich, wie so etwas geschehen konnte. Bis zum Jahr 1967 gab es jedes Jahr weniger als 1000 Beschuldigte wegen Verstößen gegen das Opiumgesetz. Erst 1967 waren es auf einmal über 1000, 1971 waren es über 20.000. 30% davon waren übrigens Kinder, also unter 18 Jahre alt, Jugendliche und junge Erwachsene bis 21 Jahre alt, weil man die zusammenzählt, waren das 70%. Es war ein Gesetz zur Repression gegen Jugendliche, gegen Schüler, gegen Studenten, gegen Lehrlinge. Das wurde instrumentalisiert zur Repression. Und vor diesem Hintergrund muss man sehen, erfolgten die Erschießungen von Georg von Rauch und Tommy Weisbecker, der auch zu den umherschweifenden Haschrebellen zählte. Die lebten übrigens in der Wielandstraße in einer Kommune, die Wielandkommune, und da tagten auch regelmäßig oder trafen sich die Haschrebellen, und der Hauptmieter der Wohnung war Otto Schilly. Und er war auch Verteidiger bei einem Verfahren vor dem Kriminalgericht in Moabit am 9. Juli 1971. Da waren Bommi Baumann, Tommy Weisbecker und Georg von Rauch mussten da erscheinen. Georg von Rauch, der saß in Untersuchungshaft, und Tommy von Weisbecker und Bommi Baumann waren als Zeugen geladen. Und die wurden vor der Verhandlung gemeinsam in einem Raum eingesperrt, und dort tauschte Georg von Rauch mit Tommy das Aussehen. Beide hatten lange Haare, beide sahen aus wie Hippies mit Rauschebart. Und Tommy hat dem Georg seine Brille aufgesetzt. Im Gerichtssaal vertauschten sie die Plätze. Und Tommy spielte Georg und Georg spielte Tommy. Und der Richter hat, wie erwartet, die 2 Zeugen gehen lassen. Und als die weg waren und dann der angebliche Georg von Rauch eingesperrt werden sollte, habe ich festgestellt, der ist weg, und den Tommy mussten sie auch gehen lassen. Da waren die Haschrebellen wieder alle auf freiem Fuß. Das war natürlich der Justizskandal in der Stadt. Die Behörden fühlten sich dupiert und haben zum Kampf geblasen. Und es gab eine unglaubliche Medienkampagne zu einer Zeit auch, gegen Kiffer, gegen Hippies, gegen Blumenkinder, gegen alle, die anders waren. Und das war halt in einer Zeit, da herrschte noch der Mie von 1000 Jahren unter den Talaren. Und es war eine Zeit des Umbruchs. Und wenn wir heute hier sind, dann ist das vielleicht auch ein Mahnmal, genau zu schauen, wenn Geheimdienste, Verfassungsschutz und ähnliche Organisationen vor Ort sind, wenn es Tote gibt. Man liest auch heute wieder davon in den Zeitungen. Und auch hier sind Meldungen zum Teil äußerst widersprüchlich. In diesem Sinn, dieses Gedenken, um wach zu sein, damit sowas nicht wieder passiert. Dankeschön.